Welche Unterstützung haben Sie noch aus Ihrer Familie bekommen? Ja, das ist eigentlich auch ganz interessant und halt auch ganz schön. Also hatte ich eigentlich auch schon oft gesagt, halt für meine Familie halt irgendwie halt auch noch. Ich habe eine Mutter, ich habe meinen Bruder, ich habe meine zwei Tanten. Und ja, da habe ich halt auch immer ganz viel Unterstützung halt immer von denen gehabt. Und das war halt immer schon sehr schön gewesen. Und hatte auch meine Tante gehabt, Katharina hieß sie. Die sitzt schon, wer weiß wie lange, schon im Rollstuhl, schon wer weiß wie ganz lange. Weiß ich gar nicht, schon wie viele Jahre, aber ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Und ja, sie hat mich halt auch sehr gefördert. Und hat auch viel mit mir gemacht und so. Und hat auch in Bezug halt auch auf die Schauspielerei, da hat es mir auch sehr, sehr viel geholfen. Und da bin ich halt immer noch dankbar. Auch wenn wir sie jetzt halt leider nicht mehr haben. Ja. Das hat dann selbst halt auch für mich halt eine traurige Erfahrung. Aber ich denke, das muss jetzt nicht sein. Das möchte ich jetzt da nicht gerade jetzt nicht so gerne jetzt vor der Kamera sagen, weil das halt schon für mich etwas schon sehr, sehr Trauriges halt für mich war. Aber ich weiß eigentlich, dass meine Tante mich wirklich sehr, sehr lieb gehabt hat und dass sie halt viel halt auch für mich gemacht hat, so viel für mich getan hat. Und ich habe ihr auch wirklich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken mit der Schauspielerei, wie sehr sie mir darunter geholfen hat und wie sie für mich, was sie alles für mich gemacht und getan hat. Und das war halt auch immer so schön gewesen, wie zum Beispiel, sie hat mich halt auch immer früh mit einbezogen und so. Wir zum Beispiel haben immer so ein Spiel gemacht und das war halt wirklich toll. Ja. War das zum Beispiel jetzt auch in der blinden Hörbücherei, der Stimme der Hoffnung, das ist halt auch ein Hobby von mir halt auch. Und ich hatte auch immer meine Geschichten halt auch immer gelesen habe und so. Da haben wir halt auch immer diese Laienspiele gemacht, habe mich halt auch immer früh mit einbezogen und sowas alles. Und ja, und dadurch hatte ich dann halt auch immer einen großen Wortschatz gehabt. Da hat sie dann immer die ganz anderen Rollen gewesen und ich hatte da auch einen sehr großen Wortschatz gehabt. Ja, durch eine Schauspielerei und so. Und sie hat halt auch immer viel mit mir gelernt und hat auch immer mit mir, also wenn ich jetzt immer so Dreharbeiten gehabt habe, also wie zum Beispiel jetzt bei Film und Fernsehen, da hat sie halt auch immer mit mir gelernt und viel mit mir gemacht. Und da bin ich halt ihr immer noch sehr dankbar, dass sie mir so viel geholfen hat.